Hallo, mein Name ist Elena Kroger und das ist Jonas Kallenbach und wir haben zusammen die Masterthesis erarbeitet. Vor dem eigentlichen Entwurf haben wir erstmal geschaut, dass wir einen theoretischen Teil machen, wo es darum geht, eigentlich einen Leitfaden zu erstellen, der städtebauliche und architektonische Grundprinzipien für uns festlegt, der dann letztendlich auch als Basis für unseren Entwurf gedient hat. Erstmal noch losgelöst vom Ort. Wir haben uns unterschiedliche Situationen und Orte angeschaut, architektonischer und städtebaulicher Gestalt und geguckt, dass wir daraus, oder wir haben dann daraus 15 Regeln erstellt, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Als Beispiel zum Beispiel die Regel Momentaufnahme. Das ist in Padova ein Weg durch die Stadt, der eigentlich im Endeffekt aus Bildsequenzen besteht, wo unterschiedliche Elemente wie Monumente oder Ein- und Ausgänge einem durch diese Stadt geleiten. Als anderes Beispiel die Regel Dazugehören. Das ist auf der Museuminsel Hombroich, wo Gebäude von Erwin Herich für sich stehen. Es gibt ja viele Gebäude von Erwin Herich auf dieser Museuminsel. Die haben unterschiedliche Charaktere und jedes Gebäude steht für sich. Dennoch ist zu erkennen, dass diese Gebäude eine Zusammengehörigkeit haben. Über Material oder Aufteilung, also auf jeden Fall versteht man, dass es ein Ensemble ist. Und dieses Regelwerk befasst sich eigentlich mit Situationen und Orten, die vom Städtebau bis, also vom großen Gesamtbild bis in den Innenraum gehen. Ein wichtiges Thema unserer Masterthesis war auch die Frage nach dem Dazwischen. Also was geschieht eigentlich zwischen dem Gebauten und wie schafft man es, dass Menschen sich auch mit diesem Raum identifizieren, sprich sie gehen aus dem privaten Raum heraus und wie schafft man es, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass eine Zugehörigkeit und eine Identifikation stattfinden kann. Der Ort unserer Masterthesis liegt in der Kölner Innenstadt, in der Altstadt Nord, das ist der Hansaplatz, unmittelbar am Hansaring. Aktuell ist diese Fläche eher ungenutzt. Das liegt vor allem daran, dass es soll einen Park darstellen, der ist aber relativ schlecht zoniert, schlecht geplant und dementsprechend wird er von den Menschen kaum angenommen, was schade ist, weil das natürlich ein sehr, sehr zentraler Ort in Köln ist, der auch Potenzial hätte, von Menschen genutzt zu werden. Der Charakter dieses Hansaplatzes oder eine Besonderheit an diesem Ort ist der Überrest der alten Stadtmauer, was auch Potenzial hätte, als identifikationsstiftendes Merkmal zu dienen. Das findet aber nicht statt. Es ist eher so, dass diese Mauer fast einen trennenden Charakter hat. Also vor der Mauer befindet sich der Hansaplatz, hinter der Mauer ist die Bildungslandschaft Altstadt Nord, wo das Büro Gernot Schulz jetzt auch eine neue Schule geplant hat. Der Klingelpützpark, alles Orte, die schön sind und gut funktionieren. Und wir haben uns es eigentlich zur Aufgabe gemacht, zu gucken, wie schafft man es, diese Mauer in dieses Gebiet zu integrieren und ihr auch eine gewisse Wichtigkeit oder ein Wiedererkennungsmerkmal für unseren Entwurf zu geben. Genau, und um das zu erreichen, haben wir eben angefangen, ein Quartier zu entwickeln, was eben an der genannten Stelle dann geplant wird und haben immer versucht, dabei die Mauer als raumbildendes Element zu integrieren. Also eben diese trennende Situation, die da gerade entsteht, aufzubrechen, indem man die Mauer nicht als losgelöstes Element an dieser Stelle sieht, sondern eher als integrierter Teil, als räumlich integrierter Teil des Quartiers, indem neue Architektur an dieser Stelle mit der Mauer immer wieder räumliche Beziehungen eingeht, unterschiedliche Platzsituationen schafft, unterschiedliche Raumsituationen in Bezug auf Enge und Weite entstehen und so eben diese Mauer als Teil des Ensembles zu betrachten. Dieses Quartier besteht aus 5 Clustern,
die frei auf dieser grünen Fläche platziert werden. Das Cluster an sich wurde aus der näheren Umgebung entwickelt. An dieser Stelle haben wir viel Blockrandbebauung, die ja immer einen sehr abschirmenden Charakter nach außen hin hat. Also wir haben private Innenhöfe und eine abgeschottete Fassade nach außen. Dieses Element haben wir uns zu eigen gemacht, aber uminterpretiert, diese Blöcke eben aufgebrochen, um die Möglichkeit zu bieten, die Öffentlichkeit ins Innere dieser Höfe zu lassen und so auch diese Parkanlage mehr mit der Architektur zu verzahnen. Dadurch stehen jetzt diese 5 Cluster relativ frei auf der Grünfläche als eine Art Skulpturen, könnte man sagen, die eben in diesem Park stehen und somit nicht das Gefühl vermitteln, dass neue Architektur geplant wurde, die drumherum begrünt wurde, sondern schon klar zu verdeutlichen, dass dieser Park da war und wir ihn durch Architektur so ergänzt haben, zoniert haben, dass der Charakter noch bleibt, aber eben durch Skulpturen ergänzt wird. Dadurch wird diese Mauer natürlich dann auch als Merkmal dieses Ortes viel klarer und deutlicher. Gerade auch die Höhenentwicklung im Quartier bezieht sich auf diese Mauer. Also sie wird ein ganz klarer Fixpunkt. Es gibt immer wieder Durchblicke auf die Mauer. Räume entstehen mit der Mauer. Und auch die Höhenentwicklung ist von der Straße aus betrachtet von einer sehr städtischen Höhe, von 6 Geschossen, geht sie runter auf Augenhöhe. Je näher die Gebäude zur Mauer kommen, desto mehr interagieren sie mit ihr, haben eine Höhe, bilden Räume mit ihr. Was dafür für uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema war, war, wie bekommen wir das hin, diese Differenzierung von dieser Öffentlichkeit und der Privatheit zu schaffen. Da ist es für uns sehr wichtig gewesen, diese Zwischenzonen dazu noch herauszuarbeiten, die eben für uns aus halböffentlichen und halbprivaten Räumen bestehen. Weil wir der Meinung sind, dass ein richtiges Verhältnis von Gemeinschaft und Rückzug eben in diesem Quartier die Basis für ein gutes Miteinander sein kann. Weil nämlich genau diese Zwischenzonen, also diese halböffentlichen, halbprivaten Zonen, Orte, hohes Potenzial haben, Orte des Austauschs und der Begegnung zu sein. Weil sie eben dazwischen stattfinden und nicht an den Grenzbereichen von öffentlich und privat. Das haben wir dann so umgesetzt, dass wir vom öffentlichsten Teil eben der Stadt bis hin zu unserer Wohnung, zum privatesten Ort, Schwellen eingebaut haben. Also Übergänge, sichtbare Übergänge in Form von Materialwechseln, Höhenunterschieden, räumliche Veränderungen. Also merkbare Unterschiede zwischen den Graden der Öffentlichkeit. Und diese ziehen sich eben von der Stadt bis in den Innenhof, über den Laubengang, bis in die Wohnung, bis ins Zimmer, bis in die Rückzugsnische im Zimmer. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte eingearbeitet worden, die eben diese Schwellen veranschaulichen und sichtbar machen und auch wahrnehmbar machen.